FC St. Pauli FM. Es ist der vierte Advent bei FC St. Pauli FM und heute entscheidet sich, wer die vierte Kerze anzündet. Wir haben hohen Besuch von Flo und Gregor und heute heißt die Challenge, wer am schnellsten Geschenke einpacken kann. Wir haben uns die kompliziertesten Dinge versucht rauszusuchen. Es gibt einen Fußball, eine Getränkeflasche und einen Kaffeebecher, der aber vereinfacht in einer Box, Gott sei Dank, also von schwer zu einfach oder von einfach zu schwer. Und wie sieht es denn aus mit Geschenke einpacken? Hast du da Erfahrung? Erfahrung ja, aber das heißt nicht, dass es schön aussieht letztendlich oder schnell geht vor allem. Okay, wie sieht es da bei dir aus so? Ja, früher hat es eigentlich immer meine Mama gemacht für mich. Jetzt muss ich es zum ersten Mal selbst machen. Aber ich hoffe, ich kann Flo fordern. Okay, heute haben wir ja erst den vierten Advent. Das heißt, du kannst noch ein bisschen üben bis Weihnachten. Ich würde sagen, wer zuerst fertig ist, aber natürlich das Aussehen entscheidet auch ein bisschen. Also gebt euch Mühe. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig. Los. Du hattest ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Teser. Technik jetzt hier mit Teser. Wie geht die Technik? Man hängt das einfach hier dran. Okay, hier wird schon auf jeden Fall das Geschenk wieder ausgerissen. Wir haben nicht so viele Bögen mehr. Gregor, du weißt schon, alle Sachen müssen eingepackt werden. So, ich würde sagen... Ja, guck mal, Flo hat noch Zeit... Skandal! Der Sieger macht das Licht an. Flo macht das Licht an und hat somit die Challenge gewonnen. Yeah! Eins steht fest, Gregor kann auf keinen Fall Geschenke einpacken und deswegen muss er auch sein Trikot opfern beim FC St. Pauli Adventskranz Kerze Nummer 4. Ich bitte dich, einmal zu unterschreiben. Der vierte Advent ist, gibt es nicht nur dieses wunderschöne Verlierertrikot, sondern auch... diese Geschenkpakete, die so wunderschön eingepackt sind. Und die werden natürlich auch nochmal von euch signiert. Vom Sieger einmal bitte dein Paket und der Verlierer signiert sein Paket. Und diese Pakete verlosen wir natürlich auch bei FC St. Pauli FM. Rutscht mal zusammen. Wir wünschen euch einen schönen vierten Advent.